Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Vor zwei Folgen ist es uns gelungen, den ersten Boss des Spiels zu bezwingen, den letzten Riesen. Das hat uns nicht nur die Seele des letzten Riesen eingebracht und ein, zwei neue Gesichter zu uns nach Hause, nach Majula geholt, sondern darüber hinaus hat es uns auch den Soldatenschlüssel gegeben. Und der Soldatenschlüssel passt hoffentlich in die drei verschlossenen Türen, die wir auf unserem Pfad durch den Wald der Riesen gefunden haben. Drückt mir mal die Daumen. Aber eine Sache haben wir vorher noch vergessen. Das ist mir eben noch aufgefallen. Und zwar haben wir ja von der Händlerin noch einen Ring gekriegt. Den möchte ich mir auch nochmal angucken. Silberner Schlangenring plus 1. Dieser Silberring zeigt eine Schlange, die Dienerin und zugleich Manifestation des Gottes der Gier, Zandro, ist. Gier wird herkömmlicherweise als Laster betrachtet, doch nur ein Narr lässt sich davon eine gute Gelegenheit ruinieren. Okay, was macht der jetzt? Gefallene Gegner bringen mehr Seelen, ist natürlich eine sofortige Ausrüstung des silbernen Schlangenrings plus 1 wert. Mehr Seelen finde ich nämlich immer gut. So, und jetzt gehen wir einfach mal gucken. Zum einen natürlich auch, inwiefern unsere aufgepowerten und neuen Waffen oder die eine aufgepowerte neue Waffe uns hier weiterbringt. Steh auf, du Sack. Zwei Schläge und tot. So, jetzt. Zeig mal her. Soldatenschlüssel benutzen. Richtig geile Scheiße. Eine von drei Türen. Damit natürlich auch ein paar neue Areale. Die wir uns jetzt untertan machen. Die Truhe bewegt sich nicht, also öffnen wir sie mal. Ring der Wiederherstellung und drei Fackeln. Ich drücke immer die falsche Taste. Ist ja schon aufgefallen, ne? Was macht denn der Ring der Wiederherstellung? Ring der Wiederherstellung. Dies ist ein Schutzring, der innerhalb des Hauses Osteria weitergegeben wurde. Er stellt langsam Trefferpunkte wieder her. Im geheiligten Land Lindelt stand dieser Ring für Wohlstand und Langlebigkeit des großen Hauses Osteria. Der Ring ist jedoch sehr zerbrechlich, als ob er es hassen würde, wie selbstverständlich getragen zu werden. Moment, die Ringe... Ich muss sie ausprobieren. So, ja, die haben eine gewisse Haltbarkeit. So, dass die irgendwann aufhören zu funktionieren, ja? Aber hoffentlich laden die sich genauso an, Leuchtfeuern wieder auf, wie die Waffen und Rüstung. What the fuck bist denn du für einer? Oh shit. Okay, bis jetzt steht er da nur. Guckt mir zu, wie ich hier hin und her laufe. Prächtige Lanze. Ich behalte ihn mal ein bisschen im Blick. So, da sehe ich ihn noch. Prächtige Lanze. Eine Lanze aus seltenem Gay-Stahl. Für hochrangige Drangleic-Ritter entworfen, daher die ornamentalen Verzierungen. Gay-Stahl-Ausrüstung ist qualitativ hochwertig.
Da dieser Stahl jedoch so selten ist, wurden nur wenige dieser Waffen im Kampf verwendet. Okay. Und ein bisschen gelbes Kraut. Der macht mir echt ein bisschen Sorgen, der Kerl da. Ich kann ihn anwählen, also ist es wohl ein Gegner. Wow. Der diese Tür da bewacht. Interessant. Aber er ist sehr langsam. Bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Na, das werden wir wohl hinkriegen. Okay, der ist aber auch nicht sonderlich stark. Beziehungsweise wird wahrscheinlich schon ordentlich reinknallen, aber er ist nicht schwer. Das wollte ich damit sagen. Ich versuche einfach schneller zu sein als er. Aber wir sind gleich schnell. Okay, das ist auch doof. Junge. Ja, okay. Ich muss aber zugeben, den Treffer hatte ich auch verdient. Da war ich einfach dumm. Wegen das Symbol des Königs in deinem Besitz. Werde ich schon irgendwann noch schaffen. Ich hätte nur ganz gern die Wache schon mal erledigt. Wobei meine Frage jetzt natürlich auch mit wäre. Ob der Kerl respawnt. Oder halt nicht. Aber das lässt sich ja ganz leicht rausfinden, weil wir sind ja direkt an einem Leuchtfeuer hier quasi, ne? So. Symbol des Königs für diese Tür. Okay, check. Habe ich gepeilt. Gehe ich jetzt einmal kurz da oben zum Leuchtfeuer. Und komme dann nochmal dahin zurück, weil ich einfach wissen will, ob der Kerl respawnt oder nicht. Das interessiert mich jetzt. Für einen Ogre bin ich wahrscheinlich immer noch nicht stark genug, oder? Da standen ja auch noch zwei aus, ne? Der am Anfang des Walds der Riesen und der in dazwischen. Was ein dämlicher Name für eine Region ist übrigens. Da in der Nähe des Hexenhäuschens. Seelen. So, respawnst du, mein Freund? Nein, er respawnt nicht. Gut, dann haben wir da erstmal alles abgewickelt. In diesem Fall, Schiete, wir haben noch drei Türen jetzt, ne? Tatsächlich noch. Achso, ja, ich wollte ja mal. Machen wir erstmal den hier kalt. So, greife doch an! Sei doch nicht so schüchtern. Ich wollte gucken hier mit der Haltbarkeit. Aber da hat sich irgendwie noch nicht großartig was getan.
Bye, bye. Hier unten ist ja auch noch eine Tür, ne? Uah! Das ist neu. So. Mit erhöhter Ausdauerregeneration. Und mehr verursachtem Schaden. Kann ich mich den tatsächlich auch einfach mal so stellen. Ohne mir gleich wieder großartig Sorgen machen zu müssen, dass ich gleich drauf gehe. So, und jetzt will ich die Chance nutzen, einfach mal zu gucken. Ja, die Haltbarkeit sinkt, ne? Zwar so nach und nach, aber sie sinkt. Aber dann brauche ich jetzt erstmal nicht heilen. Das hat auch was. Weil der Ring uns ja doch schon ein bisschen aufpowert. Langsam, aber stetig. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Ach so, was war das? Genau. Da unten hatten wir nichts weiter. Gut. Dann hat sich der Weg hierher nicht gelohnt. Außer, dass wir, glaube ich, wieder ein Level-Up zusammen haben. Aber die da drüben sind noch da. Okay. Dann feuern wir erstmal die Balliste ab. Der Weg zum anderen Tor ist damit so gut wie frei. Das war die falsche Balliste. Feuern wir diese Balliste ab. Bumm. Mich ärgert immer noch dieser Gegenstand auf dem einen Balkon, wo ich nicht hinkomme. Da muss es einen Weg hochgeben. Ich weiß nur noch nicht, welcher es ist. Geronimo! Ups! Hallo, Jungs. Lasst euch nicht stören. Ich wollte durch diese Tür. Einfach mal gucken, was dahinter ist. Für einer. Oh Gott, da ist ja mein halber Falchion schon im Arsch. Gleich für die ersten beiden. Da geht es nicht durch, aber hier geht es ja noch hoch. Hello? Da geht es auch nicht durch, aber das sieht so ein bisschen verdächtig aus, oder? Verdächtig leer, meine ich. Der schnelle S-Dog hat ihn vernichtet. So. Nix ist. Okay, jetzt trinke ich doch mal einen Estus. Da macht mich ja die Nebeltür hier leicht nervös. Seele eines namenlosen Soldaten und 3 Lebenssteine. Ich mache einfach den Heimatknochen bereit und dann gehen wir mal gucken, was sich hier hinter befindet. Oh, verdammt, ich wusste es. Oh nein, ist das
Der Verfolger ist zurück. Hi! Eigentlich wollte ich gar nicht großartig stören. Kann ich wieder gehen? Ich wollte gerade sagen, was mir natürlich auffällt, sind die... Aha! Niedlich. Beweg dich! Nicht darunter! Scheiße! Scheiße! Okay, aber rein prinzipiell, so schlimm ist er gar nicht. Den könnten wir schaffen. Konnte man jemanden beschwören? Scheiße, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Weil ich auch natürlich auch nicht damit gerechnet habe, dass wir dem Verfolger da begegnen. Na gut. Ich kann mir noch Menschenbilder kaufen. Ich setze das jetzt mal ein. Theoretisch hätten wir zur Not aber genug Zeit. Um da zu verschwinden mit einem Heimkehrknochen. Müssen einfach nur unsere Seelen da rausholen. Dürfen uns hier nur nicht vorführen. Was mache ich denn für ein... Obwohl. Von hier komme ich da ja auch hin. Und dann können wir gleich hier noch hinter die andere Tür gucken. Allerdings ist jetzt die Frage, ob ich meine 3000 Seelen dafür jetzt natürlich riskieren will, ne, an dieser Stelle. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Oh. Die Tür geht gar nicht auf. Ja, geil. Meine große Frage jetzt natürlich, kann ich mit denen bis zum Verfolger gehen? Kommen die mit? Weil 3 gegen 1 klingt für mich nach einem guten Kampf. Einmal mehr. Mietklingel Loot und der sanftmütige Pate werden zu meinen besten Kumpels auf der Welt hier. In der Hoffnung, dass ich sie mitnehmen kann. Oh Gott! Ich befürchte, ich kann sie nicht mitnehmen, oder? Der kommt da wieder nicht raus. Okay. Damit hätte ich eigentlich rechnen können. Dass der sowas macht. Oh, so. Den das dann beseitigt ist, müssen wir uns mal dran machen, wie wir unsere Kollegen hier mit nach oben kriegen. Glück habe, stehen sie jetzt auf dem anderen Fahrstuhl. Tun sie aber nicht. Blöd. Jungs?
Jungs. Hey, Jungs. Ich könnte wirklich eure Hilfe gebrauchen. Wenn ich das irgendwie hinkriege jetzt. Nee. Oh. Scheiße, verdammt, ich krieg's die hier nicht weg. Na gut, warum ist hier wieder eine Nebelwand? Damit die in ihre Welt zurückkehren. Okay. So weit, so gut. Ein bisschen schade. Echt ein bisschen schade. Ich hätte sie gerne mit zum Verfolger genommen. Aber na gut, dann versuchen wir es halt alleine. Ich sehe nur zu, dass ich dann nach Möglichkeit auch die richtige Waffe ausgerüstet habe. Dann rüste ich mal Lebenssteine aus. Hier bin ich schon wieder falsch. Was mache ich denn? Doof? Ne, doch, warte mal, ist richtig. War gleich eine doppelte Verschwendung. Die Seelen sind weg und das Menschenbild habe ich auch verschwendet, weil wenn ich gucken will, ob ich beim Verfolger wen beschwören kann, dann müsste ich jetzt ein weiteres Menschenbild benutzen, was so viel heißt wie, wir machen den Kerl solo. Wir machen es alleine. Ich werde nämlich jetzt nicht noch ein Menschenbild verschwenden. Nur weil ich zu doof bin, einmal drauf zu achten, wo ich hinfalle. Oh. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin einfach zu doof für dieses Spiel. Ganz ehrlich, vielleicht sollten wir unsere Waffe mal verzaubern. Ja, das war's mit den 3000 Seelen leider. Schön mit Ausholbewegung. Ich bin zwar auf den einen ausgerichtet hier. Versuche aber trotzdem auf beide zu achten. Ja, wenn die erstmal einmal mich erwischt haben, ne? Dann können sie mal gleich ihre ganze verschissene Kombo reinprügeln. Das nervt ein bisschen. Bin ich ja ganz ehrlich. Oder wenn wir da unten nicht durchkommen, dann müssen wir ja jetzt am Verfolger vorbei. Dann gibt es uns ja gar keinen anderen Weg mehr. Wir können ja nur dahin. Okay, ich hätte genug Ausdauer, um die einmal so komplett durchzutöten. Klingt auch geil, durchzutöten. Ja gut, die kann ich zur Not aber auch wegfarmen, die ganzen Gegner hier auf dem Weg, dass wir uns tatsächlich auf den Verfolger an sich konzentrieren können. Ha! Ja, wenn man das erstmal weiß, dann ist das tatsächlich gar nicht so schlecht. Natürlich der nächsten Attacke erstmal ausweichen. Und wenn ich dann zum Angriff übergehe und ihn erstmal in seinem Stunlock habe. Oh. Gut. Wenn er natürlich nach hinten springt, kriege ich ihn nicht in den Stunlock.
So, sollen wir es nochmal versuchen? Hier war ja nichts weiter. Versuchen wir es einfach nochmal. Ich meine, wie gesagt, so super schlimm ist er gar nicht. Sprach er und ließ sich hier komplett vorführen. Ich wollte gerade was probieren, aber das funktioniert nicht. Ja, wir sind tot. Ja, verdammt! Alter! Das ist gemein, dass da noch meine verschissene Abfrage kommt. Ob ich denn den Heimatknochen jetzt in dieser Situation tatsächlich verwenden will. Das ist in so zeitkritischen Situationen wie da, ist das mein Todesurteil. Okay, die 1800 Seelen kann ich abschreiben, es sei denn, ich krieg den Verfolger klein. Ja, Leute, ich weiß nicht. Wir könnten natürlich nochmal... Statt uns hier jetzt rumzuärgern, könnten wir noch mal was anderes versuchen. Es gibt nämlich rein theoretisch noch zwei Orte, an denen wir weiterziehen könnten. Und zwar einmal hier oben, wo wir unsere Freundin da aus der Versteinerung befreit haben. Der Verfolger ist mir gerade noch ein bisschen heftig. Den schaffen wir, der ist nicht so schwer. Aber jetzt noch nicht. Würde ich lieber noch ein paar Level irgendwo erhalten, bevor wir uns damit auseinandersetzen. Weil ich im Prinzip das Einzige, was ich im Moment mache, ist ja dafür sorgen, dass ich beim Rollen nicht so gut getötet werden kann. Ja, ich kriege keine Lebensenergie dazu oder unwesentlich. Ich erhöhe meinen Schaden nicht und gar nichts. Und das ist halt einfach was, wo ich mich dann nochmal drum kümmern muss. Vier Schläge. Okay. Das ist natürlich unglücklich. Vielleicht sollte ich präventiv... dann schon mal zwei, drei Lebenssteine aktivieren, wenn ich den Hebel umlege und die ganzen Kerle da angescheißert kommen. Der hat nämlich sogar 5 gebraucht. Sobald die auch nur andersweise in eine Schlagkombo gegen mich reinkommen, ist dieser Ort vielleicht nicht der richtige, aber dann werden wir den anderen Weg gleich nochmal ablaufen. Ich hole mir natürlich meine Seelen zurück, die sind ja tatsächlich ganz in der Nähe, es sei denn, ich muss mich jetzt erst wieder nach Majula teleportieren, weil das letzte geröstete Leuchtfeuer offiziell im Wald der Riesen ist, aber nein, funktioniert. Gut, dann holen wir uns schnell unsere Seelen wieder. Dann ist das auch noch ein kleines bisschen heftig, dann würde ich da auch ganz gerne nochmal für... trainieren vorher, aber eins fällt mir noch ein. Einen Weg, den wir noch gehen könnten, den hätte ich noch. Vielleicht, wenn ich die Zeit habe, jetzt in der kommenden Woche, werde ich den Weg zum Verfolger auf jeden Fall mal leer farmen, dass wir die Seelen von den ganzen Leuten haben und dass die nicht mehr neu spawnen.
dass wir quasi in Ruhe probieren könnten, den Verfolger in Angriff zu nehmen, ohne irgendwelche Ressourcen, ohne irgendwelchen Zeitaufwand, aber einfach durchstürmen können. Das ist, glaube ich, so das Idealste. Ja, und gegen die Kerle wäre einfach Area of Effect nicht verkehrt, ne? So meine Überlegung. So. Ja, ich weiß, die Folge ist eigentlich vorbei. Aber ich wollte euch noch zeigen, wo ich jetzt hin will. Und was wir dann in der nächsten Folge versuchen. Beziehungsweise ich will euch jetzt nicht einfach hier so mit einem Cliffhanger der Marke, yo, und nächstes Mal gehen wir dann den einen Weg, der jetzt noch übrig ist, zurücklassen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann dahin und Pustekuchen, da geht es noch gar nicht durch, wisst ihr? Da habe ich auch keinen Bock drauf, also möchte ich den Weg ganz gerne jetzt noch probieren. Und zwar da durch den Tunnel. Hier war doch auch noch irgendwas. Vorrichtung bewegt sich nicht. Aha, da will ich hin. Ah, gut, da ist bestimmt irgendwas, dass wir den Raum drehen können dann. Weil da sind ja andere Wege quasi hinter den Fenstern noch versteckt. Wohl versteckt vielleicht in dieser Situation nicht das richtige Wort ist. Aber ich meine, hier unten war noch irgendwas, oder? Wo es jetzt weitergehen könnte. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Wir hatten doch hier irgendwo einen Hebel, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Muss ich jetzt echt den Verfolger töten? Geht das echt nicht anders? Hier, ziehen. Ha. Mir war doch so, dass hier irgendwo was war. Dann lasst uns noch kurz gucken, was uns hinter Tor Nummer 1 erwartet. Hallo? Beweg dich doch mal. Sehen eines verlorenen Untoten zerbrochenes Diebesschwert. Ein abgebrochenes, gerades Schwert, wegen seiner Länge als Dolch verwendet. Dieses preiswerte Schwert ist stark abgenutzt, aber dennoch unter Dieben sehr beliebt. Und da oben ist irgendwas. Ein Leuchtturm. Heides. Flammenturm. Okay. Gut. Vielleicht versuchen wir einfach in der nächsten Folge mal uns hier ein bisschen umzusehen. Oder wir gehen zum Verfolger zurück. Oder ich weiß es nicht genau. Ihr könnt ja mal eure Vorschläge, eure Ideen, wie es jetzt weitergehen könnte. Oder vielleicht auch irgendwelche Tipps und Taktiken einfach mal spontan in den Comments hinterlassen. Ich bin wirklich für jede Hilfe dankbar. Genauso dankbar, wie ich bin, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann.